Sehr geehrte Damen und Herren, auch wir, Sophie und Iris, begrüßen Sie hier. Wir haben uns überlegt, ein Gedicht zu schreiben, um Ihnen mit unserem Vortrag in Erinnerung zu bleiben. Im Vorarlberger Kinderdorf Grunhalde haben wir verbracht dieses Jahr und möchten Ihnen erzählen, wie es für uns war. Die Entscheidung für ein freiwilliges soziales Jahr bei der SBOV war? Das wissen wir genau. Sicher, ganz schön schlau. Denn wir konnten uns nach der Matura nicht entscheiden und nicht fix beim Berufswunsch bleiben. So warfen wir unsere Pläne über den Haufen und die Zeit des sozialen Jahres begann zu laufen. Bis jetzt ist sie immer schneller gerannt, jetzt wo man seine Pappenheimer hätte langsam gekannt. In jeweils 2 Kinderdorffamilien helfen wir. Der Kinderdorfmutter, der Vertreterin und dem Erzieher. Die arbeiten hier. Unsere erzieherischen und pädagogischen Aufgaben sind Fahrdienste, Gestaltung der Freizeit und Hausaufgaben mit dem Kind. Im Kinderdorf Grunhalde haben wir gelernt fürs Leben, ob es ist, mit den Kindern in Beziehung zu gehen und sie versuchen zu verstehen. Oder ob es um den Haushalt und die Küche geht, wird der Boden von uns gesaugt, wie es im Buche steht. Und auf Punkt 1 gekocht, wie schnell doch immer die Zeit vergeht. Bei der Faschingsparty wurde viel getanzt und gelacht, das hat den Kindern viel Freude gemacht. Reise nach Jerusalem war eines der Spiele. Wir waren wenig Betreuer, aber Kinder ganz schön viele. Mittags nach dem Essen gibt's die Zimmerstunde. Für die Kinder zählt da wirklich jede Sekunde. Auch einmal allein zu sein, ist für die Kinder erholsam und fein. Die Hausübung wird mal mehr, mal weniger gern gemacht. Wir Praktikantinnen motivieren sie dann. Das wäre doch gelacht. Viel Geduld und ab und zu ein wenig Lob, das hilft eigentlich immer in der Not. Der neue Spielplatz ist die Attraktion, war ein Großprojekt der Integra-Institution. Es war ein schönes Bild und nett zu sehen, wie aus dem Miteinander konnte etwas so Tolles entstehen. Auf schöne Erinnerungen blicken wir zurück und hoffen, wir finden in der Zukunft unser Glück.